Man hatte 1974 schon angefangen, einen 1000 Kubik Motor zu entwickeln und sich ein komplett neues Design überlegt. Die Ideen kamen von Besuchen auf zum Beispiel deutschen Rennstrecken. Man sah, dass die Kunden ihre Motorräder gerne mit 4-in-1-Anlagen ausrüsteten, mit Zubehör, Gussfelgen bzw. mit kleinen Verkleidungen. Das war rennmäßig. Also nahm Kawasaki die Idee auf und verwirklichte sie dann in dem Modell Z1R. Das Motorrad sieht jetzt ganz anders aus. Es sind die Gussräder. Das Vorderrad ist jetzt von 19 Zoll auf 18 Zoll reduziert worden. Der Hintergrund war, das Motorrad sollte noch handlicher werden. Die formschöne Lenkerverkleidung, der Tank mit 13, 14 Litern ist optisch auch sehr gelungen. Die 4-in-1-Anlage sehr sportlich. Da die Z1R sich in Deutschland nur schleppend verkaufte, hat Kawasaki Deutschland versucht, über eine 4-in-4-Auspuffanlage das Motorrad optisch wieder mehr in Anlehnung an die alte Z1 zu bringen. Von diesem Motorrad sind in Deutschland bei Kawasaki 11 Maschinen mit dieser 4-in-4-Auspuffanlage ausgerüstet worden. Man hat auch Bilder davon gemacht. In den Werbeprospekten ist dieses Modell als Z1000S bekannt geworden. Aber in Wirklichkeit gab es 11 Maschinen, die über die Händler verkauft wurden. Wenn die Z1, Z900, Z1000 Modelle noch diesen Doppelcharakter von Tourenmotorrad und Sportmotorrad in sich vereinten, fing Kawasaki 1979 an, seine Modellpolitik zu splitten. Es kam die Z1000 MK2 auf den Markt. Das war ein Motorrad mit Kette. Die Maschine hatte nun um die 95 PS und das war der sportliche Ableger von dem ehemaligen Zwillingscharakter. Parallel dazu bot Kawasaki eine Z1000 ST an. Dieses Motorrad hatte 96 PS, war mit Kardan ausgerüstet und zielte eindeutig auf die Rubrik der Tourenfahrer. Von 1981 bis 1983 kamen dann 1000 und 1100 Kubikmaschinen ins Spiel. Die bekannteste, berühmteste Maschine ist von 1983 die Z1000J. Beziehungsweise als Z1000R. Die Maschine ist bekannt geworden durch die Siege von Eddie Lawson in Amerika und in der Sammlerwelt sehr beliebt und sehr bekannt.